was ich noch ganz kurz sagen muss, bevor es losgeht, also das, was ich gleich im Video sage, beziehungsweise schon gesagt habe, ich meine das alles nicht ernst. Also ich denke, ihr solltet verstehen, dass vieles davon Ironie ist. Fühlt euch nicht angegriffen oder so, keine Ahnung, irgendwie so. Ich wollte es halt nur schnell sagen, also viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier mal wieder auf meinem Kanal und so. Ja, ich will eigentlich heute direkt mal mit dem Thema durchstarten, deswegen verrate ich euch das auch gleich mal. Und zwar geht es heute um Dinge, die Mädchen bzw. Frauen an Jungen bzw. Männern nicht verstehen. Allerdings habe ich jetzt doch noch eine kleine Info an euch, bevor wir jetzt anfangen. Und zwar habe ich jetzt Ferien, das heißt, ich werde versuchen, so viele Videos wie möglich rauszubringen. Keine Ahnung, ich halte mich nicht an irgendeinen festen Uploadplan oder so. Schaut einfach immer rein und dann seht ihr das ja, ob es ein neues Video gibt oder ob es kein neues Video gibt. Auf jeden Fall wollte ich das eben gesagt haben und ja, sonst addet mich auf Facebook, keine Ahnung. Link ist in der Beschreibung. Aber dann fangen wir jetzt natürlich auch direkt mal an und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß. Also ihr kennt das doch bestimmt, wenn Mädchen oder Frauen, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal immer von Mädchen aus, wenn Mädchen sich darüber beschweren oder aufregen, dass Jungs immer zu spät kommen. Schließlich müssen wir ja gar nicht 2 Stunden eher aufstehen, um uns 10.000 Mal zu duschen, weil es dann nach dem 3. Mal immer noch nicht gut aussieht. Und dann halt noch hier diese Schminke-Scheiße drauf und die Augen, dass die schön aussehen. Ja, was sind dann so die Gründe zum zu spät kommen? Ich denke auf jeden Fall mal, es gibt kaum Jungs, die halt immer pünktlich sind, beziehungsweise überhaupt irgendwann mal pünktlich sind, außer es geht halt um irgendwelche total wichtigen Sachen. Auf jeden Fall hat natürlich auch jeder Junge andere Gründe, um zu oder fürs zu spät kommen. Ich kann euch jetzt einfach mal so meine erzählen, würde ich sagen. Es gibt nämlich auch noch wichtigere Dinge als ausgerechnet euch für uns Jungs hier auf dieser Welt. Bei mir persönlich ist das eigentlich ganz einfach, also wenn ich zu spät komme, dann esse ich gerne vorher noch was oder ich schlafe halt, ne, und schlafen geht halt manchmal vor und essen natürlich auch. Also denkt nicht immer, ihr seid hier die Einzigen, die irgendwie ein halbes Jahr zu spät kommen dürfen, weil sie jetzt noch gerade 5 Kilo Schminke in ihr Gesicht klatschen müssen, 5000 Mal duschen müssen. Auf jeden Fall die Einzigen, die hier halt zu spät kommen dürfen. Ihr könnt es ja auch einfach mal lassen, euch 10.000 Kilo Schminke. Ich werde jetzt ein bisschen zu aggressiv. Lieb ausgedrückt, ihr könnt ja auch einfach mal eure lange Hygiene etwas, naja, unterdrücken, sage ich mal, und halt dann mal pünktlich sein und dann könnt ihr natürlich auch was sagen, aber vorher halt nicht. So, kommen wir dann auch schon zur nächsten Sache, die halt Mädchen an Jungs nicht verstehen. Und zwar, ja, ihr wundert euch wahrscheinlich oft oder öfter halt mal, warum wir viel schlauer sind als ihr. Boah, ich versuche jetzt schon seit über 3 Wochen den Gesamtspeicher auf meinem Handy zu löschen, aber irgendwie kriege ich das gar nicht hin und, ach so, vielleicht brauche ich Internet dafür, oder? Ja, komm, gib mal eben her. Ja, hier. So. Hier. Was? Schon fertig? Ach, du hast jetzt das Internet dazu genommen. Ach so. Ja, cool, danke. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Sache. Und zwar wundern sich ja Mädchen immer darüber, warum Jungs nie heulen oder warum sie es nie zeigen wollen oder warum es ihnen generell peinlich ist zu weinen, zu heulen, zu rumzujammern, Ehrlich gesagt ist das auch eine relativ gute Frage, aber ich glaube, ich kann darauf eine Antwort finden. Also vor allem so die Jungs im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, da denken ja halt einige, sie wären oder müssen irgendwie unter Beweis stellen, dass sie die geilsten sind, wie zum Beispiel auch ich. So, und heulen gehört natürlich immer zu so einer Eigenschaft, da ist man dann irgendwie, ja, das ist einem peinlich, das will man nicht zeigen, weil man ja halt der Coolste ist. Aber da frage ich mich dann auch so, ob das Mädchen jetzt gar nicht juckt, weil wenn du mal irgendwo lang gehst, dann heult da eine und da eine, ist euch das nicht peinlich oder findet ihr das irgendwie gar nicht schlimm? Würde mich mal interessieren, deswegen wäre es geil, wenn ihr das einfach mal unten in die Kommentare schreibt. So Leute, das war's jetzt auch leider schon wieder mit diesem Video. Ich glaube, es ist ein bisschen kürzer geraten als die anderen, aber wenn ich jetzt so pro Woche 2 bis 3 Videos raushaue, dann werden die natürlich immer ein bisschen kürzer, aber ich kann auch umso mehr Themen ansprechen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir ein bisschen recht gebt, dann würde ich mich natürlich ziemlich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es euch nicht ganz so gefallen hat, auch einfach Daumen nach oben und keine Ahnung, schreibt doch mal eure Meinung dazu einfach und in die Kommentare. Auf jeden Fall checkt Instagram, ich habe dort bald 1000 Follower oder so. Wäre cool, wenn ihr folgen würdet, alles in der Videobeschreibung und hier unten links geht es jetzt weiter mit meinem letzten Video. Ja, dort ging es um so ein Fragen- und Antworten-Video. Ich habe mal wieder ein paar Fragen beantwortet. Und hier unten rechts, da haue ich jetzt einfach nochmal Dinge, die du niemals zu deiner Freundin sagen sollst, rein. Auf jeden Fall, check das beides ab, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann bald schon wieder. Schöne Ferien auf jeden Fall an alle, die jetzt gerade Ferien bekommen haben. Und haut rein. Ciao.